Hallihallo Leute, ja, ich mache bald weiter, also es geht weiter mit dem Diablo 3 Let's Play, mit dem Path of Exile Let's Play und mit einem Minecraft, ja, nicht ganz Let's Play und einem Spezial, also einem Bauspezial, wo meine Kollegen und ich ein paar Villen bauen und so und sie irgendjemand zuweisen. Und ja, Path of Exile kommt, sobald der neue Patch draußen ist, der große. Und Diablo 3, sobald die Season beginnt, also das ist ja die PTR-Season, aber die ganz normale Season ohne Beta, nichts. Dann werde ich Diablo 3 wieder ein bisschen Let's Playen. Mal schauen, ob ich dann Challenges mache und so. Und Minecraft beginnt dann recht. Gerade wieder, wenn der Patch 1.8 da ist und mal schauen, was wir dann machen. Neben der Bau-Spezialzeugsteil da. Und ja, ich bin momentan hier eben in der PTR-Season auf Level 69, bald Level 70 und das möchte ich mit euch zeigen. Ich habe hier Schäfers Hammer gefunden. Ein richtig geiles Ding, also es macht richtig viel Damage, diese Blitzaura sozusagen. Gröbsten Stiefel habe ich, einen Flechtring, darum habe ich auch den Goblin hier. Und Goldträger auch sehr stark, die ruhige Hand. Und entweihte Schulterpanzer. Und der Schuft, der hat noch Band der bebüten Geheimnisse und Wirtschutz. Richtig guter Bogen. Meiner macht, also mein Hammer macht mehr Schaden, aber der ist richtig gut für den Schurken. Und ja. Also machen wir das Level noch ein bisschen. Und ja. Wenn ihr bei dem Minecraft-Event mitmachen wollt. Yo! Oh, Moment. Also wenn ihr in den Event mitmachen wollt, wo ihr Villen bauen könnt und ähnliche Sachen, dann dürft ihr mir gerne bei Skype atmen. Und ja, die Skype-Adresse findet ihr, glaube ich, im im Kanal. Und ja, dort werdet ihr dann mitgeteilt, wenn ihr Lust habt. Und ja. So viel gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach Villen bauen, Häuser bauen, Türme bauen oder sozusagen etwas. Und ich stelle sie dann vor und vielleicht könnt ihr ja etwas gewinnen oder so, wenn ihr gut seid. Sonst, ja, ich bin momentan nichts anderes als Diablo 3 am Spielen. Eben auf Path of Exile, auf den neuen Patch warte ich, auf Minecraft warte ich und eigentlich hier auch auf die Season. Sonst passiert bei mir nicht viel am PC. Ich bin sehr lange am Trainieren pro Tag und habe dann nicht so viel PC-Lust. Ich schaue natürlich sehr viele andere YouTuber noch. Das geht halt auch noch auf die Zeit. Und ja, sonst geht es mir schon viel besser als da. Im Juli, also ja, jetzt ist immer noch Juli, aber der 30. Aber ja, Anfangs Juli ging es mir nicht so gut, weil ich ja eigentlich nur im Kopf Sport hatte und Krafttraining und alles mögliche und es war auch heiß und schwül. Momentan ist es gerade nass, sehr nass. Aber das nervt mir nicht so viel, als wenn es sehr heiß ist und so. So, und über den Tod hinaus. Klarheit, nochmals Klarheit für den Sessionalen. Sturm an die Spitze. Dream Team. Cool. Ja. Missing. Aha. Okay, ja, ich habe das Level erreicht. Level 70, jetzt habe ich ja Paragon. Es geht relativ schnell jetzt. Und ich habe hier ein neues Passive. Und hier nehme ich mal etwas Defensiveres. Ja, das ist jetzt nicht defensiv.
Es gibt doch zwei oder drei gute Defensive. Ja, Defensive ist Harmonie. Das könnte ich reintun. Und etwas will ich wieder rausnehmen. Eigentlich brauche ich dieses nicht mehr. Und möchte. Na, wo ist das mit dem. Mit der Rüstung? Gibt's die gar nicht mehr? Ja, da muss ich es eigentlich gar nicht nehmen. Kann ich sie gar nicht wählen. Ja. Okay, dann ist 35% erhöht und das ist. Ich nehme den. So. Jo, also dann haben wir das geschafft mit Level 70. Und jetzt kommen dann wieder ein bisschen öfters Video. Und ich bedanke mich bei euch fürs Schauen und ja, zeigt mir es, wenn ihr wirklich Lust habt und Spaß habt, mit einem Daumen nach oben und ja, wir sehen uns. Tschüss. Noch ein kurzer Zusatz. Mein erstes Legendary auf Stufe 70 in der Season und der Nagelbeißer ist es, aber der ist viel schwächer. Schade. Okay. Macht nichts. Der kam gleich danach eigentlich. Bin hier nur ein bisschen noch drüben gegangen und jetzt hier. Und da kam er schon. Ja, okay. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.